Doom. Hallo meine Lieben, hier spricht wieder euer K aus dem sonnigen Costa Rica. Heute möchte ich euch in meinem überteuerten Unschooling Business Vlog Raw Vegan Webinar darüber aufklären, wie man angeblich ein eigenes Online-Business startet. Dazu werde ich jetzt die erste halbe Stunde damit verbringen, jede Menge heiße Phrasenluft von mir zu geben, um euch extrem heiß auf den hoffentlich darauffolgenden Contentboard zu machen. Mit der Hoffnung, dass ihr euch im Anschluss all meine Produkte kauft. Ach, herrlich, ich bin wirklich beseelt von solchen Gedanken. So, nachdem ich euch jetzt eine halbe Stunde lang erklärt habe, wie schön es ist, reich zu sein und wie cool es ist, 10 Autos, 3 Häuser und eine Yacht in 7 verschiedenen Ländern zu besitzen, geht es jetzt endlich los mit dem Content Board. Ach, herrlich, ich bin wirklich beseelt von solchen Gedanken. Also, wie kann man reich werden? Ganz einfach, startet einen Blog, macht YouTube-Videos, verkauft E-Books und macht viel Trara drumherum in Facebook, Instagram, Twitter und Snapchat. Ach, herrlich, ich bin wirklich beseelt von solchen Gedanken. Und sagt mir nicht, das geht nicht. Es ist alles möglich. Und wenn ihr genau wissen wollt und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung möchtet, wie das geht, braucht ihr einfach nur meine K. Sandens Business School zu besuchen. Für die nächsten 3 Tage könnt ihr dort sogar zum halben Preis beitreten. Der Beitrag beträgt diesmal nicht, wie gewohnt, 1 Trillion Euro, sondern lediglich 1,5 Trillion Euro. Und kommt mir nicht immer mit diesen nervigen Ausreden. Ja? Jedes Jahr belagern mich diese dämlichen Hartz-IVer und behaupten, sie könnten sich meine Business School nicht leisten. Und ich sag dann immer nur, oh, Leute, wer will, findet Wege. Und wer nicht will, findet immer ganz tolle, sexy Gründe, um es nicht tun zu müssen. Also wirklich, es ist einfach so. Mensch, jetzt rege ich mich schon wieder auf. Also wirklich, man findet immer Wege. Zum Beispiel könntet ihr euch locker easy eine Bank ausrauben. Oder eure Eltern bestehlen. Oder auf die Straße singen gehen, um mal nebenbei in kürzester Zeit 1 Lumpig-Trillion Euro zusammenzubekommen, damit ihr endlich die Chance bekommt, ein eigenes Online-Business zu starten. Also ihr lieben Hartz-IVer da draußen, bescheißt euch nicht ständig. Und kommt mir nicht immer mit diesen dämlichen Ausreden. Wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Ach, herrlich. Ich bin wirklich immer beseelt von solchen Gedanken. Jetzt gebe ich euch noch einen weiteren Tipp mit an die Hand. Ich werde ständig gefragt, K., wie schaffst du es nur so ein komplexes Business zu betreiben und dabei nur 2 bis 3 Stunden die Woche zu arbeiten? Ganz einfach. Ich betreibe massiv Outsourcing. Was bedeutet Outsourcing? Es bedeutet, dass ich zu faul bin, selber zu arbeiten und andere die Arbeit für einen Hungerlohn für mich machen lasse. Wie gerade auch in diesem Fall hier. Damit ich mich nicht ständig selber auf die Schippe nehmen muss, habe ich den Basker engagiert, damit er mich parodiert. Dafür bekommt er von mir großzügige 1 Cent pro Stunde. Das ist wahres Outsourcing. Ach, herrlich. Ich bin wirklich beseelt von solchen Gedanken. Moment, was ist das? Ha, habt ihr es gehört? Habt ihr diese Babygeräusche gerade gehört? Das war die liebe Kathi, die gerade unser 27. Kind geworfen hat. Ach, herrlich. Schon wieder Vater. Ich bin wirklich beseelt von solchen Gedanken. Ach ja, bis jetzt haben mich diese scheiß Hartz-IVer immer so aufgeregt. Aber mein 36. Kind hat mich gerade wieder beruhigt. Dann werde ich mich jetzt erst einmal von euch verabschieden. Von diesem völlig überteuerten Unschooling Business Vlog Raw Vegan Webinar. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer K. Klapper, klapper.